Hätte sie doch als Co-Kommentator auch mit dazu nehmen können zur Türkei-Rundfahrt. Ja, hätte ich eigentlich machen können. Den Devin. Hallo Devin. Vielleicht guckst du ja gerade zu. Ich habe jetzt nämlich gerade schon auf Aufnehmen gedrückt gehabt, als du es gesagt hast. Egal. Ja, hätten wir machen können, ne? Der Devin. Ja. Der hätte sich da gefreut hier bei der Türkei-Rundfahrt. Naja, vielleicht ja in der nächsten Saison. Vielleicht kommen wir hier nochmal her. Weil ich habe ja eigentlich vor, noch die nächste Saison zu fahren bis zur Tour de France. Und dann wären wir ja hier nochmal wahrscheinlich am Start. Okay. Wenn sie uns nochmal dabei haben wollen, aber da wir ja die Rundfahrt wahrscheinlich gewinnen, wäre es ja doof, den Feuersieger auszuladen. Ach, wird man dann eingeladen als Titelverteidiger? Ja, würde ich mal sagen, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn wir schon dieses Jahr dabei waren, dann haben sie ja nächstes Jahr sogar einen Grund. Dass ihr dabei seid. Ja, ja, also von daher. Vielleicht holen wir uns ja noch irgendeinen Türken ins Team. So als... Weißt du, dann haben sie noch einen Lokalmatador in der Mannschaft und dann. Ja. Du bist ja ein richtiger Manager, du. Ja, ja. Ja, es gibt ja. Ich weiß gar nicht, ob die türkische Mannschaft mitfährt, weil es gibt ja eine türkische Mannschaft. Die steht hier aber gar nicht am Start. Das ist ja doof. Gibt's überhaupt türkische Radrennfahrer? Oh ja, die gibt's. Ja? Nicht viele, aber es gibt ein paar. Zum Beispiel. Oh, jetzt. Wie heißt der mit Vornamen? Ich glaube Ahmet oder Ahmet, irgendwie so. Was? Und mit Nachnamen heißt der Örkun oder Orkun. Das ist ein Sprinter. Der ist sogar noch recht, der ist noch recht jung und gar nicht mal schlecht. Ein kleines Talent sozusagen für die Türken. Weil wie gesagt, es gibt diese Turkospor irgendwie Mannschaft, das ist ein Drittliga-Team. Ich glaube, denen ihre Saison besteht auch aus Vorbereitung auf die Türkei-Rundfahrt und Türkei-Rundfahrt. Und da müssen sie dann alles raushauen. Und da fahren tatsächlich ein paar Türken drin, so 9 Stück oder so. Wie heißt der Ahmet? Orkun oder Örkun oder so. Orkun. Ja. Oder Ahmet Orkun Özçil, Ahmet Orkun Cifci oder Ahmet Orken oder Ahmet Orkan. Machen wir es mal anders. Google mal den Namen Juan José Cobo. Juan José Cobo mit C. Cobo, ja. Genau. Und dann? Dann gehst du mal auf dem sein Ding. Bitte was? Ja, oh Mann. Auf sein Wikipedia-Dings da. Okay. Und dann müssten da irgendwo seine Mannschaften stehen. Mannschaften. Bei denen der gefahren ist. Bei denen er gefahren ist. Vini, Caldirola, Saunier, Duval. Ja, weiter unten. Geox. Ja, noch weiter unten. Movistar. Ja, noch weiter unten. Continental. Okay, noch weiter unten. Turku Sekcebor. Da haben wir sie doch. So, dann geht's nochmal auf die. Ja. Auf die Turku Sekcebor. Und da müsste der Örkun beim Kader mit dabei stehen. Da ist er doch. Ahmet Örken. Örken, ah, okay. Ja, das Problem ist immer, der Pro-Cycling-Manager, die haben ja für manche Fahrer und Teams nicht die Namensrechte. Und dann benennen die so ein bisschen um. Hat's Geld nicht gereicht für alle Lizenzen. Ja, richtig. Und dann kenne ich die leider unter falschen Namen, weil ich die in echt nicht kenne, sondern halt nur aus dem Spiel. Aber über den gibt's gar nichts in Wikipedia. Oh. Müsste ich selber einen Artikel erstellen. Du könntest natürlich jetzt Folgendes machen. Du kannst dir den Namen ja mal kopieren, den Nachnamen. Ja, mache ich ja gerade. Und dann googelst du mal die Seite Pro Cycling Stats. Also Pro Cycling. Pro Cycling. Und Stats, wie die Abkürzung von... Schon. Danke, ja. Genau. Und so. Da gibt es ein Suchfeld, da kannst du den Namen ja mal eingeben. Da findest du alles. Hinfügen, suchen... Den findet er nicht. Wie? Ne. Oh Leute, das glaube ich ja nicht. Den findet er nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Eigentlich finden die da alles. Na egal. Ja, jedenfalls, es gibt türkische Radfahrer. Ja, ich glaube dir das. Ja, du hast ihn ja zumindest auf Wikipedia schon gesehen. Ja, nee, ihn selber nicht.
Ja, gut, aber Hinweise auf seine Existenz. Ja, das habe ich gefunden. Vage Andeutungen in verborgenen Schriften. Kann ich mal gucken, ob Wikipedia den Frittenfriseur kennt. Oh, das bezweifle ich. Wenn nicht, kann ich ja eine Seite erstellen. Ja, kannst du ja mal machen. Frittenfriseur, ey. Er schlägt mir was anderes vor. Was denn? Frieden Fraser. Was ist das denn? Er schlägt es mir vor, aber hat selber nicht, weil was ist das denn? Dann macht er weiter. Nächster Vorschlag: Frieden Frauen. Frittenfriseur kenne ich nicht. Aber willst du das hier nehmen? Okay. Ja, kenne ich auch Können wir nicht. auch nicht, oder? Voll geil. Voll der Troll. Jetzt bin ich bei Frauen für den Frieden. Oh. Da lande ich jetzt letztendlich. Von der anfänglichen Frage am Anfang der Folge: Hey Fritte, gibt es eigentlich auch türkische Radfahrer? Sind wir jetzt also zu. Na Frauen gut. für den Frieden, ja. Ja, das ist ja auch schön, also. Ja, ist auch ein langer Artikel. Ja? Nein, den lesen wir jetzt aber nicht vor. Nee, da wäre man immer fertig. Nee, nee, weil es sind jetzt auch, ja gut, noch 49 Kilometer. Ich lasse es auch gerade mal so ein bisschen in. Ja, Echtzeit ist es ja nicht, aber in langsamerer Zeit laufen, damit die Folge nicht nur 10 Minuten geht, weil ich glaube, die letzten waren echt sehr kurz. Aber ich kann ja wie für jeden, den es interessiert, einfach mal auf Wikipedia Frauen für den Frieden eingeben. Da könnt ihr den Artikel selber durchlesen. Ich kann ja mal einen Link in die Beschreibung machen. Ja, mach das mal. Dann kannst du mir den später auf Facebook oder so schicken und dann habe ich den in die Beschreibung. Okay. Machen wir es so. So. Geht's mal aufs Rennen ein. Ja, geh mal aufs Rennen ein jetzt. An der Spitze haben wir sechs Fahrer. Mit dabei aus der Wonti Group Gobert-Mannschaft ist Van Melsen. Was ganz lustig ist, die Mannschaft hat nur drei Fahrer im Rennen. Wo ich mich frage, wie das passieren kann. Normalerweise hat man hier 1, 2, 3, 4, 7 Fahrer. Wir haben auch nur 6, aber die haben nur 3 scheinbar. Also Warum? entweder sind da viele ausgefallen oder die fahren noch ein anderes Rennen und haben einfach nicht den Kader, um zwei Rennen gleichzeitig zu fahren und es waren nur noch 3 übrig. Ja, aber die sind doch dann im Nachteil, oder? Total. Ist ja auch ein Mannschaftssport. Richtig. Aber von der Mannschaft hat man auch bis jetzt nicht viel gesehen, außer dass sie in Fluchtgruppen waren. So, der Mut des Verzweifelns sozusagen. Wir können ja mal gucken, wer die anderen beiden Fahrer sind. Das ist zum einen der J. Gilbert. Ich glaube, Jérôme Gilbert heißt er. Könnte der Bruder sein von Philippe Gilbert, dem ehemaligen Weltmeister? Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Und Van Lanschot. Oder Van Lanschot fährt noch mit. Der ist im Sprint einigermaßen okay. Bisschen schlechter als Andreas Stauff. Naja. Ansonsten vorne mit dabei haben wir Tom, glaube ich, heißt der Springers aus der Topsport Flandern Mannschaft. Auch ein Fahrer, für den sie die Namensrechte nicht hatten. Dann aus der Rusvelo Mannschaft ist hier Krotzki mit dabei. Dann haben wir Norris aus der Drapac Mannschaft. Aber L. Norris, also müssen wir keine Angst haben. Dann haben wir noch den Schweizer, oh Gott, bestimmt französisch ausgesprochen, Dailleur wahrscheinlich. Oh. Und zu guter Letzt Jascha Sütterlin, ein deutscher Fahrer aus der spanischen Mannschaft Movistar. Der kommt, glaube ich, auch aus dem Breisgau oder aus der Ich wollte gerade Region. sagen, das wäre so ein typischer Nachname hier aus der Gegend. Ich glaube, der kommt da auch her irgendwo. Okay. Der ist ein ganz guter Zeitfahrer. Auch Wie noch heißt relativ der? jung. Jascha Sütterlin mit, ich glaube, Jascha Jascha. mit SH, wenn ich mich nicht täusche. Mit Y vorne oder was? Ne, mit J. Jascha. So wie. Jascha Sütterlin. Oder so wie Sascha, nur mit J. Ich weiß es nicht genau. Jascha oder Javier? Nee, Jascha. Jascha. Nicht Ascha, Javier. Ascha. Je, je. Je. Oh Mann. Also wieder Google, weiß Wikipedia wieder nichts. Wikipedia ist so dumm heute. Ja, Wikipedia ist richtig Stupidedia. Stupidedia. Oder Radfahrer pflegen Wikipedia einfach nicht so. Oder dit. Oder Radfahrer interessiert einfach keine Sau.
Jascha Sütterlin. Da gibt's den doch auf Wikipedia. Aber hä? Warum findet den Wikipedia nicht direkt? Komisch. Komisches Spiel. Ja, geboren am 4. November 1992 in Freiburg im Breisgau. Da, siehst du mal. Ja. Ein Freiburger. Ja. Hm. Hat aber, glaube ich, noch nicht so viele Erfolge vorzuweisen, aber ist, wie gesagt, auch noch relativ jung. Doch, er war schon deutscher Meister beim Einzelzeitfahren der Junioren. Hä? Okay, der Junioren. Ja, ja, ja. Ja, gut, ich meine Profi-Erfolge, nicht Junioren-Erfolge. Aber Junior ist doch auch schön, er war sogar schon mal Zweiter bei einer Weltmeisterschaft beim Einzelzeitfahren. Oh. Und er war auch schon mal U23 deutscher Meister im Einzelzeitfahren. Okay, na immerhin. Zweimal sogar. Also klingt nicht nach einem Unfall, wenn das zweimal war. Und 2015 beim Mannschaftszeitfahren Dritter bei der Weltmeisterschaft. Ah. 2015 Dritter? Beim Mannschaftszeitfahren, ja. Achso. Ja. Ja gut. Wäre das ja dann nur zum Teil seine Schuld. Aber auch. Aber auch, das stimmt. Gut, ich gehe jetzt aber mal trotzdem aufs Rennen ein. Trotz ja, Jascha Sütterlin, der jetzt auch gerade übrigens vom Feld eingeholt wird. Also ist jetzt eh kein Thema mehr. Zack, schon vergessen. Wir versuchen jetzt mal hier mit Stauf in der letzten Etappe vielleicht noch mal was zu reißen. Weil ich nicht so recht dran glaube. Aber egal. Der Glaube stirbt zuletzt. 8 Kilometer sind es noch. Die letzten beiden Ausreißer werden in Form von Kreuzki und Dailleur eingeholt. Zumindest gleich, hoffe ich mal. Mantjes fährt viel zu weit vorne. Warum tut er das? Ich weiß es nicht. Ja, soll er mal ein bisschen weiter. Oh, das Feld hat sich scheinbar. Oh! Oh! Das Feld ist scheinbar gerissen. Ach du. Ach du liebe Neune. Wir haben jetzt vorne 29 Fahrer. Ne, 31 sind es jetzt, weil die beiden Ausreißer eingeholt worden sind. Und dann kommt 3 Minuten lang nichts. Und dann kommen die anderen. Was ist da denn passiert? Muss scheinbar irgendwie hier, weil wir an der Küste lang fahren. So realistisch ist das Spiel nämlich. Muss extremer Seitenwind gewesen sein. Oh, dann haben die Pech gehabt hinten. Ja, und da ist das Feld gerissen. Und das am letzten Tag. Boah, das, schade. Das könnte natürlich auch für einige ganz bitter gewesen sein, wenn die ein bisschen Pech hatten. So, vorne jetzt allerdings nach wieder mal Sprintvorbereitung. Boah, Stauf, das wird heute nichts. Das können wir vergessen mit Stauf. Schauen wir, was der Mantis hier noch durchkommt, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt also Reines vielmehr, der zieht den Sprint an für Pilucchi. Der letzte Kilometer läuft. Viviani und Murkoff sind an seinem Hinterrad. Jetzt gehen sie raus. Viviani geht vorbei und Murkoff geht auch vorbei. Und der scheint hier wieder der Schnellste zu sein, obwohl Viviani ja eigentlich vom Papier schneller sein sollte. Aber das interessiert das Spiel nicht im geringsten. Und der dänische Meister Michael Murkoff holt sich hier den Etappensieg Nummer 2 fürs Team Tinkoff-Saxo vor Viviani und Pilucchi. Und jetzt gucken wir mal, was dann noch so alles passiert ist. Stauf wird 10. sehe ich hier gerade noch. Aber es ist doch nicht mal so schlecht. So, Siegerehrung. Murkoff also gewinnt die Etappe vor Viviani. Pilucchi wurde 3., gefolgt von seinem Teamkollegen Reines. Dann Oss, Porcev, Ino, Buani und Corin und Stauf auf Rang 10. In der Gesamtwertung und damit auch im Endstand der Türkei-Rundfahrt gewinnt also Luis Mantjes vor Capecchi, Bue, Dennis van Rensburg, Pavel Brutt, achso ja, Dennis, ja. Pavel Brutt wird 6., Corin 7., Paulinho 8., 9. wird Rojas und 10. der deutsche Koch von der Cannondale-Mannschaft. Paulinho? Hm. Dann Brasilianer? Nee, Portugiese. In der Punktewertung zieht am letzten Tag noch Viviani an van Rensburg vorbei. Mantjes ist dort 5., nur so am Rande, aber es war ja nicht so unser Ziel. In der Bergwertung gewinnt ebenfalls Luis Mantjes vor Capecchi und Marino. Dort ist Gerdemann auch 10. In der Nachwuchswertung ist auch Mantjes vorne, vor Rohan Dennis. Und Reinhard Janse van Rensburg ist dort 3. geworden. Und in der Teamwertung haben wir durch diese dumme Windsituation jetzt tatsächlich noch verkackt, weil nur 2 von unseren Fahrern vorne mit dabei waren. Gewinnt also Movistar die Teamwertung, 2. wird Tinkoff-Saxo so rum und 3. wurden also wir. Aber gut, sei es drum.
Die Türkei-Rundfahrt haben wir gewonnen und auch zwei Etappensiege geholt. Das ist doch eine nette Ausbeute, oder? Ja, da können wir doch zufrieden sein. Können wir zufrieden sein, ja? Ja. Oha, das habe ich jetzt gemacht. Okay. Ein extra Jufka jetzt zur Belohnung. Extra Jufka. Ja. Ja, ist eigentlich eine Idee. So, gut. Dann gebühren die letzten Worte dir. Echt? Aber ich bedanke mich davor erst nochmal fürs Mitmachen. Waren ja doch 8 Etappen. Immer wieder gerne. Ja, und dann kannst du ja mal sagen, wie es so für dich war und ja. Also ich kenne jetzt zumindest ein paar Radrennsportfahrer. Also es hat mir für mein Allgemeinwissen sehr weitergeholfen. Ja. Danke Wird dafür. bestimmt nochmal abgefragt. Ja. Okay. Gut. Ja, dann war's das. Dann sehen wir uns in der nächsten Etappe zu einer weiteren sehr wichtigen Rundfahrt, nämlich der Aserbaidschan-Rundfahrt. Das wird dann noch wichtiger als die Türkei-Rundfahrt. Und dann, ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.